Hi liebe Leute, was geht und willkommen endlich mal zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Online. Ja, er kommt einen Tag verspätet, sorry erstmal dafür, das liegt einfach darum, weil bei mir aktuell zu Hause umgebaut wird. Und zwar im Raum, wo ich die Videos mache, das erschwert natürlich die Videomacherei leicht. Aber dies war jetzt halt einfach nur bis heute so, jetzt geht das Ganze wieder und ich kann wieder regulär Videos machen. Und das zweite Grund war einfach wegen den Gamer Cold Stays Vorbereitungen. Scheiße. Dass ich deswegen einfach keine Zeit hatte, leider um die Videos zu kümmern, aber wie gesagt, ich habe jetzt wieder ein bisschen vorproduziert. Sprich, die nächsten Tage wird wieder was kommen, darauf könnt ihr euch freuen. Das heißt, die nächsten Tage halt eigentlich nur noch morgen im Prinzip. Weil ab Mittwoch geht's nämlich schon los mit den Gamer Cold Stays. Und das in auch das, was wir heute besprechen wollen, nämlich wie es bei den Gamer Cold Stays ablaufen wird. Also vielleicht erstmal morgen ist nochmal ganz normaler Tag. Da wird höchstwahrscheinlich um 12 Uhr das Sommerprogramm kommen. Und dann noch ganz normal nach dem Uploadplan, den ich hoffentlich schon aktualisiert habe, wenn ihr es seht hier, wenn ihr es seht. Und ab Mittwoch bis Sonntag wird in dem Programm nur Gamer Cold Stays für die Tage drin stehen. Das liegt einfach daran, dass an den Tagen nur die Gamer Cold Stays kommen. Und die kommen dafür. Ja, dafür zu den Gamer Cold Stays. Ich habe ja gesagt, die Gamer Cold Stays ist jetzt ein Event, wo wir einmal Sandal News bringen, also quasi über das, was es Neues im Sandal gibt, aber auch natürlich über die News von der Gamescom. Ah, scheiße. Aus Köln. Also wenn es irgendwas ankündigen gibt oder sowas, keine Ahnung was. Auch diese werden wir natürlich zeigen und sämtliche Livestreams auch. Dazu aber im nächsten Render mehr über die Livestreams, im nächsten übernächsten. Also das ist halt so das Programm. Wir zeigen so im Prinzip wie bei der E3. Wir zeigen die ganzen Livestreams von Nintendo. Nur dass wir, was wir bei der E3 noch nicht hatten, aber jetzt auch haben, unser eigenes Programm für Zwischendurch auch haben. Also wir tun nicht nur die Livestreams von Nintendo zeigen, sondern auch hier irgendwie unser eigenes Programm machen mit Spielen, mit irgendwelche Spiele spielen oder so. Also haben wir großes Programm und wie das Programm für Mittwoch aussieht, das zeige ich euch im nächsten Rennen. Ja, liebe Leute, ich habe euch ja schon gesagt, was die Gamer Cold Stays sind und ein bisschen auch, was es da geben wird. Und nun kommen wir, würde ich sagen, zum Ablauf. Ja, von Mittwoch bis Sonntag wird es Gamer Cold Stays die Gamer Cold Stay geben. Dies wird jeweils eine Sendung sein, die größtenteils live ist. Und diese streamen wir über Twitch und über YouTube. Und erstmals könnt ihr dies auch über unsere Channel Homepage sehen. Link zu YouTube Gaming, zu Twitch und zu unserer Channel Homepage übrigens mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal anschauen. Ja, also jetzt bin ich rausgekommen, sehr toll. Oh, der hat einen Panzer, toll. Oh, der wird mich nicht mehr treffen. Gut, der wird mich nicht mehr treffen, ja. So, ist wo war's Ding geblieben? Ich bin erst wieder rausgekommen, wenn weil dann gehen wir kurz, der ist. Ja, wir streamen die eben über diese Website, genau. Also über unsere Website, Twitch oder YouTube. Und größtenteils wird es live sein. Also, du kannst ja verraten, am Mittwoch, die Sendung, die am Mittwoch kommen wird, also der erste, ist vorproduziert, aber auch nur am Mittwoch, also die Sendung haben wir aufgenommen, die wird quasi nur noch abgespielt, am Mittwoch, aber bei den anderen allen Tagen, oh nee, nicht mehr, wieso das denn? So, sorry, da müssen wir jetzt durch, aber es redet einfach währenddessen weiter. So, am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, eben an anderen Tagen,
wird die Show komplett live sein, also das ist nicht davor aufgezeichnet, größtenteils, sondern es passiert wirklich nur live, wenn am Mittwoch die ganze Sendung aufgezeichnet ist. Was natürlich gut sein kann, ist, dass irgendwelche Clips oder so, wie zum Beispiel irgendwie Vorschau von der E3 oder sowas, das halt im Vorhinein irgendwie aufzeichnen. Das kann sein, aber nicht die ganze Sendung, die ist nämlich nur Mittwoch der Fall. So, weil es dauert wieder, bis die Strecke ausgewählt worden ist und so weiter, dementsprechend mache ich jetzt mal einen Cut. Alter, ich komme immer auf die B-Taste, möchte da gar nicht hin. So, jetzt machen wir einen Cut und wir sehen uns dann mit einem neuen Thema gleich wieder, ihr wisst Bescheid. Okay, eigentlich nicht, weil es nur noch 4 Sekunden sind, komm, die kann ich so noch abwarten. So, also ihr wisst Bescheid, liebe Leute, abgesehen von Mittwoch wird alles live gemacht. Und jetzt im nächsten Rennen wird es dann über das Programm am Mittwoch gehen. So sieht's aus. Was man noch sagen könnte, während der GamerCon Stage werden keine anderen Videos kommen, also nur der Livestream, aber keine anderen als der Info. So, wir sind hin zu Animal Crossing Dorf. Hoffentlich gibt es wieder keinen Fehler bei der Datenübertragung. Und damit können wir weitermachen. So, es hat ja gerade hier schon erklärt, während ich die Strecke ausgewählt habe, wie das so abläuft mit dem GamerCon Stage, wann was live ist. Und würde jetzt für dich sagen, guck mal, ja, so ein Plan an sich. Also, den Plan, was wann kommt in GamerCon Stage, verlinke ich an dir dann auch mal in der Videobeschreibung. Aber ich sag nichts immer mal vom Mittwoch. Losgehen tut es am Mittwoch um 15 Uhr. Und da kommt Einführung und Channel News. Sprich, da wird es News über Channel geben. Eine Sache, die ich da zum Beispiel erzählen werde, sind meine regulären Upload-Zeiten. Jeden Fall eben 12, 18, 21 Uhr, wisst Bescheid. Das habe ich ja mal in Infovideo gesagt. Und all sowas halt, was wirklich nur mit dem Channel zu tun hat. Oder zum Beispiel irgendwie neue Mitarbeiter oder irgendwelche Projekte auch, die bald starten. All sowas wird es in den Channel News geben. Und die gehen so ziemlich die erste Stunde. Und danach um 16 Uhr spielen wir bis 18 Uhr, also 2 Stunden, Animal Crossing Amiibo Festival. Werden wir das spielen, wird es dann da geben. Den passend finden die Band gerade ganz früh. Also jetzt werden wir das 2 Stunden spielen bis 18 Uhr und um 18 Uhr gibt es bis 18.30 Uhr einen Talk über die Gamescom. Also da werden wir ein bisschen so reden, was uns so in den nächsten Tagen über die Gamescom, was uns da erwarten wird. Also was Nintendo da so bringt, was wir uns hoffen und ja, wie einfach so der Aufbau alles von der Gamescom wird. Wir gehen eben bis 18.30 Uhr. Von 18.30 Uhr spielen wir dann bis 20 Uhr Mario Party 1. Um 20 Uhr ist dann eine kurze Pause bis 20.15 Uhr. 20.15 Uhr beginnt der zweite Teil des Livestreams. Und da gibt es dann erstmal... Da gab es erstmal Gamescom News. Also, klar ist damit eher noch interessant, weil der Tag dann für die Fachbesucher ist. Aber die Gamescom News gibt es trotzdem. Und die gehen bis 20.30 Uhr. Oh Gott, ich war so das letzte Level. Gehen bis 20.30 Uhr. In 20.30 Uhr gibt es eine Zusammenfassung von der E3. Und mehr im nächsten Level, nächsten Reststrecke. So, liebe Leute, ja, wir haben hier eine Strecke ausgenommen, drangenommen, der ist total schlecht bin. Sag's mal gleich, ich hab grad mal Kopf voll angehauen. So. Ja, wir waren stehen geblieben hier beim, Programm für die Gamescom. Nein, für die GamerCon Stage, Gamescom ist schön. Für GamerCon Stage, da war mich stehen geblieben, dass um 20, ich kann das jetzt auf dem Plan schauen, weil ich sonst irgendwie runterfall. Um 20.30 Uhr war's,
kommt eben die Zusammenfassung der E3 und dann folgt um 21 Uhr The Legend of Zelda Breath of the Wild E3 Demo. Also da wird die abgespielt und ich werde die quasi kommentieren. Ja, ich tue gerade mit einer Hand fahren und kann meine Waffen dementsprechend nicht wirklich nutzen. Dann kommt um 21.45 Uhr Talk, also da reden die ein bisschen über die Demo. Dann wird um 22 Uhr die Yooka-Laylee Plus Demo kommen. Also von Yooka-Laylee, für alle, die im Kickstarter 20 Euro oder mehr bezahlt haben, können diese Demo da spielen. Ja, wisst Bescheid, diese Demo habe ich schon mal in Part Let's Played. Ihr findet sie schon auf YouTube, bei mir auf dem Channel, habe ich ohne Kommentar gemacht. Die beim Gamer God Stage mache ich den quasi nochmal, aber mit Kommentar, quasi so als Feature. Um 22.45 Uhr wird dann darüber geredet. Quasi. Und das wird dann quasi bis 23 Uhr ungefähr gemacht. Und dann wird der Livestream beendet und dann ist für Mittwoch Schluss. Ja, so ist der Plan. Mittwoch, wie gesagt, ist nochmal vorproduziert das Ganze. Oh, ist ein Dritter, ist eigentlich ganz gut, aber das sind das direkt nicht gut werden. Also Mittwoch, wie gesagt, eben nochmal vorproduziert. Und ab Donnerstag, dazu im nächsten Rennen mehr, wird es dann nicht vorproduziert sein, sondern werden wir live das Ganze dann sagen. Es wird ein bisschen schwieriger, aber mehr zum nächsten Level. Jo, liebe Leute, last not but least, die letzte Strecke für heute. Leider regnet es hier. Also hier in der Strecke. Nicht so schön, aber egal. So, ja, ich war so selten mein Gamer Code Days, wie wir uns sehen geblieben. Das ist im Mittwoch, letztlich halt einfach nur letztlich schon vorproduziert, aber am Donnerstag live aufnehmen. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Das Programm für Donnerstag werdet ihr dann am Mittwoch erfahren. Ihr könnt es jetzt sehen, aber ich mach's halt immer so. Ich tue jeweils am Tag davor das Programm für den folgenden Tag. Das heißt, ich werde jetzt zum Beispiel morgen Abend um 21 Uhr zusätzlich zum normalen 21 Uhr Video werde ich zum Beispiel das Programm für den Mittwoch veröffentlichen, vorlesen, dazu was sagen. Ne? Am Mittwoch werde ich das Programm für Donnerstag veröffentlichen und dazu wieder was sagen. Und so weiter. Ne, wisst Bescheid. Also das ist so der Plan quasi. Dann konnte das Programm immer wissen, weil es kann auch immer noch Programmänderungen geben, die sage ich dann da jeweils. Aber generell gilt das Programm, was ihr auf unserer Homepage, in YouTube und auf Twitch findet, gilt. Änderungen werden eben in dem jeweiligen Video, was ich gerade gesagt habe, bekannt gegeben. Ja, Donnerstag beginnen die Livestreams, ich glaube die anderen Tage beginnen die Livestreamer bei allen um 12 Uhr irgendwie. Weil dann muss ich mich ein bisschen von den an Nintendo richten. Denn Nintendo tut ja auch Livestreams machen. Und wir tun natürlich wie auf der E3 auch die Livestreams übertragen. Und zwar live. Sobald ich das Signal von denen bekomme, übertragen wir die. Und wir tun dieses Mal alle übertragen. Also alles, was kommt. Und tun zwischendurch aber auch natürlich noch unser eigenes Programm senden. Damit es zwischendurch nicht langweilig wird. Und dieses ist hier in Zeitplan drin. Natürlich, damit wir so ungefähr schätzen könnten, wie lange die Veranstaltungen von Nintendo gehen, konnten wir einen Zeitplan erstellt, dass ich natürlich auch noch irgendwie mal ändern kann, aber ungefähr sollte es passen, wie wir uns ausgerechnet haben. Aber wir können natürlich für nichts garantieren, weil wir nicht genau wissen, wie lange die Livestreams von Nintendo letztlich gehen. Es kann sein, dass Nintendo die total lang macht oder auch nur total kurz. So sieht's aus, liebe Leute. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die Gamer Code Days. Also, ich freue mich tierisch. Nein! Ach so, wow. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, also, ich freue mich sehr auf die Gamer Code Days. Ich hoffe, ihr auch, liebe Leute. Wir sehen uns dann zu den Gamer Code Days. Mittwoch um 15 Uhr. Bis dann, macht's gut. Falls das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum Gamer Code Days. Macht's gut.